Hallo Leute, heute in Elektrotechnik in 5 Minuten geht es um Folgendes, und zwar ums Variablen abspeichern. Und zwar habe ich ja hier verschiedene Variablen. Hier seht ihr das A, B, C, D, E, F und XY. Und da möchte ich jetzt hier Werte abspeichern und auch Werte abrufen wieder. Also zum Beispiel möchte ich die Zahl 798 und so weiter und so weiter. Diese Zahl möchte ich jetzt abspeichern. Wie funktioniert das? Dazu drücke ich jetzt hier die Shift-Taste. Dann auf hier aktiviere ich sozusagen mit die RLC-Taste, das ist gelbe, das ist Storage. Und jetzt sage ich okay, auf den Buchstaben A, Buchstabe A ist hier, und drücke sozusagen die Taste mit dem Minus da in Klammern. Und jetzt seht ihr, habe ich das abgespeichert. So, wenn ich jetzt hier AC drücke und möchte diese Zahl jetzt wieder aufrufen, also dieses A, da muss ich hier Alpha drücken und dann hier auf die Klammertaste. Und dann habe ich hier das A, drücke ist gleich. Dann steht die Zahl, was ich mir hier gerade ausgedacht habe, da. Ja, jetzt möchte ich zum Beispiel diese Zahl wieder löschen. Und das Löschen funktioniert am einfachsten, indem man die Variable sozusagen mit einer 0 überschreibt. Also sprich 0. Dann drückt man wieder Shift, dann hier wieder auf Storage. Und jetzt seht ihr schon, hier oben STO ist hier freigeschaltet, by the way. Und jetzt sagt ihr, okay, A. Und jetzt ist hier wieder frei. Und diese Variablen, also können wir nochmal 123, mal wieder Shift, Storage, hier wieder A. Passt, ist gleich. Und wenn ich jetzt den Taschenrechner ausschalte, und schalte wieder ein, rufe wieder die A auf, dann ist der Wert trotz alledem gespeichert. Also gerade für Werte, die ihr auswendig lernen müsst, dürft keine Unterlagen mitnehmen, habt ihr hier einige Variablen zu bespielen. Ja, hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Falls ja, Daumen hoch. Hier oben könnt ihr noch abonnieren. Hier geht es beim Item mit einem weiteren coolen neuen Video. Also macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen. Euer Alexander Elektrotechnik in 5 Minuten.